Lutsche. Bei riesigen und Nebenwirkungen fragen Sie einen Nerd oder spielen Sie ein Computerspiel. Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Heute war es mal wieder soweit, die Lutsches Box ist angekommen. Ich hatte eigentlich gestern schon damit gerechnet, aber entweder ist es später losgeschickt worden oder, DHL streikt ja auch schon wieder. Also kann sein, dass ich es einfach ein bisschen verzögert habe. Aber egal, nun ist sie da. Ich habe sie auch schon aufgemacht und ich sag gleich mal vorweg, ich bin nicht so begeistert von dieser Box diesmal, mal wieder. Gut, es sind wieder Sachen drin, entweder teilweise kenne ich sie nicht und teilweise mag ich sie nicht, aber ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten, deswegen zeige ich euch jetzt auch gleich, was drinnen ist. Das Lootbook sieht diesmal so aus, schwarz-weiß, ziemlich schlicht auch wieder, wie man es eigentlich von der Lootchest auch kennt. Ich finde es cool. Es sind wieder, wie immer, alle möglichen Beschreibungen drin zu Sachen. Was mich ein bisschen ärgert, teilweise erfährt man wahrscheinlich hier im Englischen, sehe ich es gerade, von was überhaupt das ist. Was für ein Satz, oh mein Gott. Egal, ich werde es euch zeigen, dann werde ich auch gleich was dazu sagen, was ich meine. Ja, wir fangen an. Das erste, was mir ins Auge gesprungen ist, war dieser Kerl hier. Genau. Tyrion Lannister von Game of Thrones hat einen Wert von 14,99. Franco Pop ist klar. Für Sammler ist vielleicht relevant, diese Box ist leicht eingedätscht. Also ich habe sie noch nicht aufgemacht gehabt, aber sie kam schon so an. Hier ist es, die Ecke hier. Und auch hier unten. Ich werde diesen kleinen Kerl wahrscheinlich weitergeben, weil, wie gesagt, Game of Thrones ist nicht wirklich mein Fall. Ich habe es noch nicht angeguckt. Gut, ich kann vielleicht nichts drüber sagen. Ich kann jetzt sagen, wie gefällt es mir, wenn ich es noch nicht gesehen habe, aber es interessiert mich einfach nicht. Deswegen kommt der hier schon mal weg. Also der würde auf dem Stapel landen. Kein Interesse. Als nächstes muss gleich dazu sagen, das ist mein Highlight in dieser Box. Eine exklusive Karte von Crabware. Ich mag die Figuren voll gern. Hier sogar mit einer Zeichnung von der Lootchest-Box aus, deswegen exklusiv für die Lootchest. Ich mag dieses Einhorn, ich mag auch die anderen Figuren, die von Crabware gemacht werden. Das ist richtig toll, die machen auch Plugs für die Ohren oder Schmuckanhänger, irgendwie sowas. Ich finde die voll süß, da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Also macht euch auf mal zu Crabware. Ganz klasse, also wie gesagt schon mal mein Highlight in dieser Box. Als nächstes haben wir Perry Roden Sticker. Also bei Stickern kann man bei mir eigentlich nie was falsch machen. Ich liebe Sticker. Aber Perry Roden ist jetzt auch nicht mein Fall. Die Sticker, Moment, ich blätter mal den Monitor, haben einen Wert von 1,99 €. Sind sie sicherlich wert, also es ist ein richtig festes Material. Ich habe 2-3 Dinger gelesen, aber ja, wie gesagt, nicht unbedingt meins. Kommt auch auf den weniger Interesse-Stapel. Als nächstes ist zwar was ganz Cooles, aber für mich auch wieder nicht interessant. Werde ich auch weitergeben. Ein Duff-Bier-Flaschenöffner. Jeder, der die Simpsons kennt, kennt natürlich auch Duff-Bier. Ist klar. Ich blätter mal um. Hat einen Wert von 6,99 €. Ist es auch sicherlich wert. Kann man auch aufhängen. Hier oben so ein kleiner Göppel. Ja, aber auch leider auf dem weniger interessanten Stapel. Als nächstes haben wir was Schweres, was Großes. Ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich erkennen kann. Das ist so eine Art Wackelbildeffekt. So geht's. Genau. Es ist einfach ein Notizbuch. Jede Seite gleich. Mit dem Superman-Logo. Was soll ich dazu sagen? Es ist Plus-Item, schon mal vorweg, hat einen Wert von 12,99 €. Ja, jetzt nur, weil hier dieses tolle Cover drauf ist, weil Superman, ein Superman-Logo drin ist und auf jeder Seite auch abgebildet ist, wäre es mir persönlich jetzt keine 13 € wert, oder 12,99 € eben, dass ich es mir kaufen würde.
Ansonsten ist es ganz okay, kommt aber trotzdem leider auf den weniger interessanten Stapel. So, nun zu was, was ich eben am Anfang schon erwähnt habe. Ich habe keinen Plan, was es ist. Ich musste es wirklich gerade googeln. Klar, Leute, die dieses Spiel spielen, und es ist ja auch schon offen. Egal, wir machen es ganz auf, auch wenn ich es weitergeben werde. So, jenes, welches? Arrow in the Knee Division. Ich muss das, wie gesagt, wirklich gerade googeln, weil ich keinen Plan hatte, um was es sich bei diesem Aufdruck handelt. Also es soll wohl so eine Art Running Gag aus dem Spiel Skyrim sein. Skyrim habe ich nicht gespielt. Ich habe es mir auch noch nicht wirklich angeguckt. Deswegen kenne ich diese Redewendung nicht. Deswegen ist dieses T-Shirt leider für mich auch nicht relevant. Oder interessant, wie man es auch nennt. Also wie gesagt, so sieht's aus. An sich ganz nett. Witzig bestimmt für die Leute, die Skyrim spielen und Skyrim mögen. Für mich ist es nichts. Also leider auch auf diesen weniger schönen Stapel. Dann als vorletztes haben wir einen... Oh, ich habe vergessen. Ich muss euch noch erzählen, wie viel das Ding kostet. 14,99. T-Shirt hat einen Wert von 14,99. So. Als nächstes haben wir noch einen Marvel-Pen. Hier muss ich ein bisschen mehr halt. Wir ziehen ihn mal um. Hier haben wir einen Silver Surfer mit drauf, Iron Man, wer ist da noch? Spider-Man, Thor ist noch mit drauf, Hulk. Also, es ist ein Stift. Mit, ja, Marvel-Helden drauf. Toll. Auch nicht so mein Fall. Also es ist ein Stift. Ich meine, Stifte sind immer cool und Kugelschreiber kriegt man eigentlich... Hat sich schon mal irgendjemand einen Kugelschreiber gekauft, so richtig mit Vorsatz? Ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir einen Kugelschreiber. Ich nicht. Die kommen zu mir. Es sind immer irgendwo welche da. Also wenn man einen braucht, ist meistens keiner da, aber man hat die immer im Haus. So. So nun auch dieser Marvel Pen. Also den werde ich natürlich benutzen. Ich meine, Kugelschreiber braucht man immer, wie gesagt. Würde allerdings bei mir auf den jetzt nicht so interessanten Stapel kommen, weil, ja. Hat einen Wert von 2,99. Und dann haben wir als allerletztes, nennt sich Atomic Fireball. Es riecht sehr zimtig. Ich glaube, die Jungs von Lutest und die Mädels von Lutest, die stehen hier auf Zimt. Sie hatten ja vor, keine Ahnung, 3-4 Boxen mal diese Challenge mit diesen Zimtdingern. Als Marktpreis steht hier scharf. Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich die in einer größeren Packung zu kaufen geben, wo man einzeln den Preis nicht unbedingt... Also ich denke mal, es wird einen Wert vielleicht von 10 Cent oder so haben. Ja, okay. Ich denke, meine Kinder, meine Tochter wird sich da auf jeden Fall drüber hermachen. Ich habe von Zimt seit der Challenge die Nase voll. War nicht so mein Fall. Also Big Red oder so esse ich schon, aber die Dinger, glaube ich, mag ich jetzt nicht so. Und es ist übrigens, steht in der im Lootbook, es ist ein Bonbon. Man soll nicht direkt draufbeißen. Es gibt bestimmt wieder jemanden, der es machen wird, aber es sind keine Kaugummis. Also Bonbons. Fazit dieser Box. Ja, ich hatte schon bessere. Finde es ein bisschen schade, aber wie gesagt, ich kann einige Sachen bestimmt weitergeben und es gibt bestimmt Leute, die sich darüber freuen werden. Mein Highlight werde ich mir auf jeden Fall in Ehren halten. Diese super tolle Postkarte von Crabware. Wie gesagt, nochmal hier der Hinweis, guckt vorbei. Vielleicht findet ihr irgendwas Interessantes. Ich denke mal, weil die sind echt super knuffig, diese Dinger. Oh, ich sehe gerade sogar hier 10% Rabattcode. Ich erzähle euch natürlich jetzt nicht den Code. Wäre ja doof. Aber trotzdem. Also, schöne Sache. Ich habe hier auch im Lootbook selber noch einen Code gefunden für randyrun.de. Da werde ich nachher auch mal nachgucken, was das so ist. Ansonsten bin ich ein bisschen enttäuscht dieses Monat von der Lootchest Box. Aber man kann es, wie gesagt, nicht wieder jedem recht machen. Und ich finde es nur schade, weil die vorletzte Box jetzt auch nicht so toll für mich war. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin war. Aber diese Box, es ist halt nur ein Teil drin.
was mich jetzt interessiert und was mir gefällt. Und die anderen Sachen sind halt nicht so toll. Aber ja, jetzt ist sie nun mal da und ich werde sie auch in Ehren halten. Also die meisten, also ein Teil zumindest davon. Die anderen Teile wird jemand anders in Ehren halten, bin ich mir sicher. Ja, und was ich noch sagen wollte, zum Spoiler-Alarm. Ich sag immer Spoiler, also wundert euch nicht. Ich lebe in Franken, also von daher darf ich das auch. Ich persönlich bin jemand, der sich gerne spoilern lässt, weil ich krieg die Box ja sowieso. Von daher, ob ich mich jetzt überraschen lasse, weil ich von jemand anders ein Video sehe oder ob ich von jemand anders Bilder bekomme oder sonst irgendwie, oder ob ich die Box dann in der Hand halte. Ich weiß ja dann, was drin ist. Also von daher, wenn ich es dann in der Hand halte, ist die Überraschung ja nochmal da, finde ich. Ich lasse mich grundsätzlich fast jedes Mal spoilern, weil es gibt immer Leute, die Box vor mir bekommen, ein paar Stunden oder ein paar Minuten zumindest vorher. Und dann kann ich mich schon wirklich drauf freuen. Ich finde nur schade, dass ständig so ein Hype drum gemacht wird. Also wenn auf irgendeiner Seite jemand schreibt, Spoiler-Alarm, dann sollte man doch einfach nicht weiterlesen. Ich meine, es gibt natürlich immer Leute, die dann weiterlesen und die sich dann drüber aufregen. Und das ist das, was mich nervt. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann guckt doch einfach nicht weiter. Und regt euch da nicht drüber auf. Es wird immer jemanden geben, der als erstes ein Video postet, der als erstes erzählt, was drin ist, der als erstes ein Bild hochlädt. Und es wird immer jemanden geben, der sich drüber aufregt. Das ist so ein Kreislauf. Also chillt doch einfach alle mal. Dann können wir alle in Ruhe leben. Okay? Das war's für diesen Monat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Dr. Knuddel.